In unserer heutigen Folge wollen wir uns eine schöne Villa einrichten. In der letzten Folge hatten wir sie ja gebaut. Nun wird Zeit, dass wir sie einrichten, damit auch eine nette Familie da einziehen kann. Wir kennen es ja schon von draußen, gucken wir uns nochmal ein bisschen von innen an. Wir haben natürlich unten einen sehr großen, offenen Bereich, der natürlich lichtdurchflutet ist durch die ganzen Fenster, die wir haben. Und da würde ich sagen, fangen wir erstmal ganz vorne an, dass wir den Flur uns einrichten können. Beim Flur würde ich sagen, machen wir erstmal nur einen leichten Teppich hin, vielleicht ein paar Gemälde an die Wand, vielleicht auch ein paar Haken, um unsere Jacken aufzuhängen und fertig ist das Ganze. Ein Regal könnte man auch noch gerne aufstellen und das sollte erstmal sein. Wir wollen uns nicht so überschlagen mit Möbeln, das reicht so ein bisschen. Wir haben ja auch noch einen separaten Flurbereich, da kann man natürlich noch gerne Stauraum sich machen, wenn man möchte, ein paar Kisten hin, Schränke hin, wie man möchte. Danach richten wir unseren Blick gleich mal auf unseren Wohnbereich. Das heißt, jetzt Wohnzimmer wollen wir jetzt mal erstmal gestalten, bevor wir dann natürlich noch zum Esszimmer und Küche kommen. Beim Wohnzimmer haben wir dann jetzt erstmal den Boden rausgerissen, um da, sag ich mal, einen anderen Kontrast reinzukriegen, einen etwas dunkleren Boden. Dadurch kommen wir wieder dazu, dann wieder hellere Möbel zu nehmen. Auch Regale können wir dazu nehmen, um uns, sag ich mal, so eine schöne Wohnecke da uns einmal reinzubauen, wo wir natürlich ein schönes Sofa haben, vielleicht noch so einen kleinen anderes Teil vom Sofa, was man sich daneben platzieren kann und natürlich dann einen schönen großen Plasmafernseher, der eigentlich überall vorhanden sein sollte. Auf der anderen Seite habe ich noch unter der Treppe einfach noch so ein kleines Regal gemacht, einfach so als Deko, damit dieser Platz auch ein bisschen befüllt ist. Und danach können wir schon unseren Blick dann so langsam auf unsere offene Küche richten und danach kommt dann noch das Esszimmer. Bei der Küche habe ich eigentlich den Boden so gelassen, wie er, sag ich mal, jetzt schon vorgefertigt war. Ich habe einfach jetzt nur etwas dunkleren Stil genommen zur Küche, weil wir ja, sag ich mal, den Boden schon in weiß haben und die Wände und Decke sind ja auch in weiß. Wäre natürlich ein bisschen schlecht, denn da die Küche auch, sag ich mal, sehr in einen helleren Ton zu halten und da ein bisschen dunkler gemacht. Natürlich kommen dann die Standardsachen rein, wie natürlich Herd, Waschbecken und Kühlschrank. Ne, das kennen wir ja. Weiter können wir dann unseren Blick jetzt einmal auf unsere Essecke einmal ziehen. Die wollen wir natürlich auch nochmal gestalten. Da machen wir einfach ganz einfach einen neuen Teppich, also legen einfach mal einen Teppich aus und da können wir dann uns natürlich einen Esstisch mal platzieren, mit natürlich noch ein paar Stühlen ran. Wer möchte, kann natürlich auch noch in der Ecke sich, sag ich mal, wenn man ein Haustier haben möchte, da auch noch irgendwie so einen Platz machen. Dann ist dieser Platz eigentlich auch gut gefüllt, wenn wir da so ein Haustier platzieren. Und vielleicht noch eine Pflanze in die Ecke, Bilder an die Wand und fertig ist es hier. Nun können wir jetzt endlich mal wieder ein bisschen weitergehen. Jetzt wollen wir uns mal ein bisschen mal die Garage angucken. Die wollen wir natürlich auch nochmal einrichten. Da haben wir uns gedacht, dann einfach mal ein schönes Auto der Familie gleich mal zu schenken, damit sie gleich gut starten kann hier im Haus. Natürlich ein schöner Sportflitzer, der gehört sich einfach dazu. Dann kann man vielleicht noch ein bisschen Werkzeug sich natürlich in die Garage packen. Und wir spendieren sogar der Familie ein oder zwei Sätze Autoreifen. Einmal für den Sommer und für den Winter. Das ist ja immer ganz passend. Bei der Garage haben wir auch dann nochmal die Decke ausgetauscht, weil wir fanden irgendwie dieser einfache Kontrast nur mit Stein ist ein bisschen langweilig. Von daher haben wir da einfach mal so ein kleines Muster reingebaut. Dann wollen wir nochmal zurückgehen. Wir haben hier noch, sag ich mal, im unteren Bereich ein kleines Gäste-WC. Das wollen wir uns natürlich auch nochmal ein bisschen gestalten. Und beim Gäste-WC kann man ja einfach sagen, dass wir uns das natürlich ganz einfach gestalten. Ne? Das heißt dann einfach Waschbecken und Toilette. Das reicht schon völlig aus. Ein bisschen Deko und fertig. Jetzt wollen wir nochmal zu einem Zimmer kommen, wo wir ja in der letzten Folge noch nicht so ganz sicher waren, was wir da machen wollten. Ich hatte ja gefragt, was soll da so ein bisschen rein, Gamingzimmer oder Büro, und an sich kann ja beides rein. Von daher habe ich mir jetzt unten gedacht, unten wäre ein bisschen doof im Büro, von daher machen wir hier einfach mal ein schönes Gamer-Ecke rein. Die kann man sich natürlich auch ganz einfach gestalten, indem wir hier jetzt einfach mal einen neuen Boden eingelegt haben, einfach ein bisschen Parkett ausgelegt haben. Wir haben hier, sag ich mal, zwei Bereiche, einmal für einen PC, falls du am PC zocken willst, oder auch nochmal was für die Konsolenspieler, mit natürlich noch ein paar Controllern dabei, am besten nochmal zwei, ne? Zu zweit macht es immer mehr Spaß und dann haben wir da auch eine schöne Couch, dass man sich da auch gemütlich hinsetzen kann und dann einfach irgendwas spielen kann, zum Beispiel Minecraft oder auch irgendwas anderes, was einem gefällt. Nachdem wir jetzt unser Gamer-Zimmer, sage ich mal, gebaut haben, können wir uns jetzt aufmachen in die nächste Etage. Bevor wir zu den einzelnen Zimmern kommen, würde ich einfach mal sagen, dass wir jetzt hier schon mal anfangen, den Flur einzurichten. Den kann man natürlich auch wieder ganz einfach gestalten. Ein paar Gemälde an die Wand, ein paar Pflanzen hin und vielleicht ein Regal. Das passt immer ganz gut. Und dann sind wir eigentlich schon mit dem Flur fertig. Man kann auch vielleicht, ihr habt ja gesehen, wir hatten ja ein Glasgeländer, sag ich mal, uns hier platziert. Haben wir nochmal ausgetauscht durch ein Holzgittergeländer, damit wir, sag ich mal, durch unseren Flur noch ein bisschen mehr Platz haben und, sag ich mal, uns nicht so eingeengt fühlen. Wo wir jetzt natürlich das Gamerzimmer gebaut haben, wollen wir jetzt natürlich auch noch das Büro machen. Das können wir uns einfach mal hier hinten in der Ecke einfach mal gestalten. Und im Büro wollen wir natürlich auch nochmal den Boden einfach mal austauschen durch ein bisschen Parkett, würde ich mal sagen, was wir jetzt hier haben. Dann liegen da auch nochmal ein Teppich aus. Wir haben jetzt einfach mal noch hier einen schönen Arbeitsbereich gemacht für den Hausherrn. Und natürlich gibt es auch noch nach der harten Arbeit einen privaten Wasserspender, ne, damit man sich da abkühlen kann. Man kann es natürlich auch noch austauschen durch andere Getränke, ne, was man so möchte, so
man kann es so sehen wie eine kleine Minibar, ne? Das könnten wir auch mal sagen, so eine kleine Minibar in seinem Büro, das ist doch was. Trotzdem wollen wir jetzt mal weitergehen. Wir haben jetzt in diesem Haus natürlich auch noch ein Kinderzimmer. Man kann natürlich entscheiden, Junge oder Mädchen. Wir schauen mal, was es wird. Ich glaube, man sieht es ganz deutlich, das würde hier wohl eher mehr ein Mädchenzimmer sein. Wir haben hier natürlich nochmal den Boden ausgetauscht durch ein bisschen, ja, pinken, Flausche, Teppich, kann man ja sagen. Darauf haben wir nochmal einen extra Teppich gelegt. Wir haben sogar ein bisschen mehr an die Tapete was rangemalt, so eine kleine, so Märchenwald könnte man sagen. Wir haben helle Möbel genommen, passt natürlich zum Boden, wird natürlich alles durch Licht durchflutet, durch unsere großen Fenster hier im Kinderzimmer. Wir haben natürlich ein kleines Bettchen gemacht, Kleiderschrank gehört ja ganz und gar rein und auch hier nochmal so einen kleinen Schreibtisch, ne, damit auch die Hausaufgaben hier gut erledigt werden können. Nach dem Kinderzimmer wollen wir mal unseren Blick nochmal auf das zweite Badezimmer mal richten. Das wollen wir natürlich auch nochmal leicht gestalten. Zum Beispiel jetzt hier einfach mal eine schöne große Badewanne rein. Man könnte auch eine Dusche bauen, wenn man möchte. Ne, da ist alles offen, der Platz reicht völlig aus, um sich eins davon reinzubauen. Dann haben wir natürlich Waschbecken, Toilette ist ganz normal dabei. Handtuchhalter kann man nehmen, ein bisschen Deko natürlich, ein paar Gemälde ran und fertig ist es hier. Wir drehen uns um und gehen nochmal durch den Flurbereich. Da können wir jetzt mal ins schöne große Elternschlafzimmer gehen, was wir uns natürlich auch nochmal gestalten wollen. Hier haben wir uns jetzt einfach mal gedacht, dann einfach mal hier komplett den Boden wieder rauszureißen. Dieser orange Teppich war doch nicht so passend. Wir haben es nochmal nach den Wünschen der Familie nochmal umgeändert. Wir haben es jetzt ein bisschen mehr im ruhigen Stil gemacht, sage ich mal so, dass er eine entspannende Atmosphäre entscheidet. Wir haben viele Grautöne dabei. Wir haben ein schönes großes Elternbett uns einfach mal hier gebaut, nochmal extra mit einem Teppich versehen. Wir haben natürlich hier schön Holzboden ausgelegt, man sieht es ganz gut. Wir haben natürlich auch wieder einen schönen großen Kleiderschrank, natürlich einen Make-up-Tisch für die Mutti. Und natürlich haben wir daran gedacht, auch noch ein bisschen Grünzeug mit reinzubringen. Natürlich Gemälde kann man auch immer noch platzieren. Wenn die Eltern sich natürlich jetzt im Schlafzimmer genug ausgetobt haben, können sie natürlich auch noch auf ihre Privatterrasse gehen. Die kann man sich ja auch noch ein bisschen leicht gestalten, ne? Mit ein paar Liegen, ein bisschen Grünzeug und fertig reicht das schon. Sonstens, wenn das auch noch nicht reicht, können sie immer noch in ihr privates drittes Badezimmer vom Haus gehen, was natürlich auch noch, sag ich mir jetzt, schon leicht eingerichtet ist. Da waren unsere Handwerker schon ein bisschen fleißig. Wir wollen es natürlich auch noch mal ein bisschen gestalten. Da kann man natürlich sich auch noch ein bisschen austoben, das heißt ein bisschen Teppich noch verlegen, ein bisschen, ja, Gemälde wieder ranhauen. Grünzeug darf natürlich nicht fehlen. Pipapo, so kleine Sachen, Handtücher noch verteilen, ne? Dass das, sag ich mal, ein bisschen mehr aussieht, als ob hier auch welche leben, ne? Das kann man sich hier einfach mal schön gestalten und das reicht völlig aus, so wie wir den Stil haben. Nur, dass man eine Dusche hat, Badewanne und natürlich eine Sauna. Eine Sauna ist ja was ganz Besonderes. Das reicht dann schon völlig aus für dieses Wellnessbad, ne? Somit haben wir jetzt auch hier unsere schöne Traumvilla fertig gemacht. Jetzt muss die Familie nur noch einziehen. So lebt sich bestimmt noch ein, wird bestimmt noch ein bisschen was umgestalten. Vielleicht habt ihr auch euch ein bisschen was anders gestaltet, als ich es habe. Habt euch natürlich die Räume vielleicht auch anders eingeteilt. Vielleicht habt ihr auch zwei Kinderzimmer gemacht. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, wie ihr eure Villa natürlich eingerichtet habt. Aber ansonsten würde ich sagen, ist unsere Arbeit hier erledigt. Wir verlassen natürlich jetzt dieses Häuschen, geben der Familie natürlich noch den Schlüssel. Und dann bedanke ich mich eigentlich wie immer erstmal fürs Zusehen. Wünsche viel Spaß natürlich jetzt beim Einrichten. Und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss!